Ein neues Jahr und mit Folge 10 immerhin das erste ganz kleine Jubiläum für Sakura, das Manga- und Anime-Magazin auf Massengeschmack. Aber wir machen einfach ganz normal weiter. Wir stellen euch den ungewöhnlichen Horror-Manga Uzumaki vor. Er baut so eine gewisse Spannung auf. Es ist nicht darauf aus, dich zu erschrecken oder dir in diesem Sinne groß Angst einzujagen. Es wirkt sich aufs Unterbewusstsein aus. So ein bisschen. Weil man kann die Spirale an sich ja auch nicht erklären. Ja. Und es wird dort auch nicht großartig erklärt. Was ist der Grund, warum macht die Spirale das? Von der ersten deutschen Comic-Con habe ich noch ein Interview mitgebracht mit zwei deutschen Manga-Zeichnern. Und zwar dem Hugi und dem David Filecki. Aber fleischfressende Elefanten ist ein Thema, mit dem man mehrere Bände füllen kann. Ja, tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht, als ich das erste Kapitel gezeichnet habe, aber das geht schon. Ja. Michelle und Lisa sind gar nicht mal so begeistert von dem Anime Blood Sea. Das ist das Nervtötendste daran, wenn sie singt, wenn sie einfach ihren Mund aufmacht. Dann denkt man sich einfach nur, halt bitte dein Maul, weil... Nö. Sie singt darüber, oh, Kaffee, der schmeckt mir ja so toll und oh, das Wetter ist heute so schön. Und es wird nicht regnen, die Wäsche wird nicht wieder nass, weil sie ja gerade trocknet. Und jetzt geht es los. Die ist ja voll auf ihrem SpongeBob-Film hängen geblieben. Und wenn wir schon mal dabei sind, was gibt es eigentlich für eher mäßige bis gar nervige Anime-Serien? What the fuck? Ein Kreisel. Dass man... Das war zwei Kreise, die sich gegeneinander tackeln. Ich fand den Anime toll, der war total gut. Schön. Aber wir sprechen auch über aktuelle Titel. Und zwar geben wir diesmal einen Überblick über die wichtigsten Neuerscheinungen auf dem deutschen DVD- und Blu-ray-Markt. Ich freue mich schon drauf. Ich kann nicht mehr erwarten, die zu kaufen. Ach. Und deswegen ist die Box auch so gedacht, dass man die gesamte Ultimate-Serie noch dazu packen kann. Jawohl. Und diese kleine Helsing the Dawn extra DVD gibt es dann dazu. Und damit liegt Helsing dann auch wirklich endlich komplett bei uns auf Deutsch vor. Ja. Das alles. Und noch viel mehr. Viel mehr. Genau. Auch diesmal wieder auf dem Portal von Massengeschmack als Podcast und in HD. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube.